Der DAX in bester Stimmung und bester Laune. Offensichtlich kann er den Hals nicht vollkriegen. 16.250 sind wir aktuell quasi, wenn ich den Index angucke. Wir waren schon ein bisschen drüber heute sogar schon. Also das Hoch war noch verheißungsvoller. Also. Auf jeden Fall, wir sehen das mit einem Gap am Anfang gestartet, anschließend noch weiter fortgesetzt. Gute Stimmung dort. Und damit ist der DAX viel besser eigentlich als die amerikanischen Indizes, denn der amerikanische Markt, der hatte noch einen Rücksetzer, der fehlt beim DAX hier. Noch das ist nicht schlimm, trotz alledem mutet das Ganze so ein bisschen an, als ob das hier schon naja, eine etwas längere Aufwärtsrichtung eben ist. Und man kann warten darauf, erwarten, man kann hoffen darauf, wie auch immer, dass der Kurs irgendwann mal runterfällt, ein bisschen, um dann wieder einzusteigen oder erstmals einzusteigen oder nochmals zu erhöhen, je nachdem. Da warten wahrscheinlich jetzt viele drauf und das ist der Grund, warum der Kurs wahrscheinlich nicht so richtig runtergeht weil alle sagen, ah hier kommen, wollen wir, wollen wir, wollen wir, aber solange es sich noch nicht anbietet, der Markt also noch nichts andeutet in die Abwärtsrichtung, ja, solange kann man da auch nicht großartig was tun. Wer also rein möchte jetzt auch noch zu der jetzigen Zeit, der ist quasi gezwungen auf die kleineren Zeiten auszuweichen. Also zu sehen, dass man Schub und was Wackeliges bekommt. Das gibt es natürlich auch im späteren Verlauf. Die deutliche Bewegung, die schwächere, die deutlichere, die schwächere Bewegung. Vielleicht wird es ein bisschen deutlicher, wenn man hier im 5- oder 1-Minuten-Chart sogar guckt. Dann sieht man, dass hier natürlich trotzdem auch innerhalb dieser Bewegung, die ja jetzt schon lange läuft, der Markt, gehen wir mal nicht auf 1-Minuten unbedingt, aber dass der Markt hier. Äh, entsprechend äh, in die eine richtung eben die stärkere bewegung hat in die andere offensichtlich die schwächere beispielsweise und das natürlich auch auf der internen ebene immer wieder. das kann man natürlich nutzen allerdings nur für den kurzen moment denn es, äh, man kann es laufen lassen das ist überhaupt kein thema aber man kann jetzt nicht sagen okay das ist jetzt ein echter beweis dass der kurs nicht mal eine größere korrektur machen Darf, denn auch hier steht das früher oder später mal an. Also im Prinzip analog zu dieser kleinen Bewegung und hier 50 Prozent zurück, wird es irgendwann eine große Bewegung und hier von mir aus 38, aber vielleicht auch 50, vielleicht ein bisschen mehr zurück eben geben. Also im Moment. Bleibt die Long-Seite, solange wir auf der kleinen Ebene das hier bekommen, dann muss man allerdings auch auf der Long-Seite handeln. Wer auf der großen Seite handelt, riskiert, dass er hier zwar reinkommt, aber dann nachher dieses Ding erstmal aussitzen muss. Das ist Geschmackssache, ob man das gerne mag. Ich finde es nicht so toll. Aber das muss man ja auch nicht unbedingt. Man kann sich ja da vorher dann wieder verabschieden aus der Geschichte. Ja, wie dann umgehen damit? Natürlich für die etwas aktiveren Marktteilnehmer, dass man sagt: Okay, wenn ich eben so eine Wackelei so wie hier kriege, so wie da kriege, so wie da kriege oder noch kürzer im um 15-Minuten- oder 5-Minuten-Chart und dann eben der Anstieg triggert hier auf der Oberseite quasi die Zwischenhochs dann wieder rausnimmt. Und dann kann man sagen: Okay. Ich gehe da einfach mal rein, ziehe im Zweifelsfall den Stopp auf den Einstieg und sage mir so, und jetzt mal gucken, wie weit er uns dann doch noch bringt. Und wenn der Rücksetzer kommt, müssen wir gar nicht traurig sein, denn wir würden ja bei Plus Minus Null ausgestoppt, hätten dann aber die Möglichkeit, dann wieder neu ins in den Markt reinzufischen. Äh, zu fischen ist gut, reinzukommen äh, hier mehr oder weniger. Und dann ähm, hier die nächste größere Bewegung eben mitzunehmen. Und die hat ja beste Chancen, eben auch noch ein gutes Stück weiter zu laufen, könnte man zumindest mal meinen. Also ich bin überhaupt nicht bärisch, auch wenn ich hier von einem Rücksetzer rede. Das ist äh, alles in einem Bullenmarkt einfach Rücksetzer, die man da nutzen kann auf den verschiedenen Zeitebenen. Da lohnt sich der Blick immer über den großen Teig, denn hier Teich, denn da ist das ein bisschen unterschiedlich von der Ausprägung der verschiedenen Indizes. Fangen wir mal mit dem Dow Jones an, dem ja, Blue Chip Index, kann man sagen. Also die Langeweile-Titel, würden manche böse Zungen eben behaupten, die zeigen zwar nach oben, aber. Die Bewegung, die wir jetzt hier sehen, ist längst nicht so attraktiv, wie man sich das idealerweise vorstellt. Wie stellt man sich es denn vor? Vielleicht genauso wie beim SP 500, denn der macht einen ganz guten Eindruck. Wir hatten hier einen Rücksetzer. Ja, von da nach da war ein Rücksetzer. Und jetzt gucken wir uns mal diese Aufwärtsbewegung an. Dann, dann hatten wir eine Pause, dann, dann hatten wir hier eine Pause und jetzt das. Das Ganze ist überlappungsfrei. Das heißt, das hat sogar einen fünffälligen Charakter und hat damit die besten Voraussetzungen eigentlich für die Haupttrendrichtung. Also für die eigentliche, die wesentliche, die wichtige Richtung. Und auch hier gilt natürlich, Rücksetzerkorrekturen können dann entsprechend genutzt werden für entsprechende Einstiege auf der jeweiligen anderen Seite. Also insofern, wenn wir jetzt hier eine schöne ABC runterkriegen, das wäre ein Trigger für, ach komm einmal, geht doch noch. Da muss doch noch mehr eben möglich sein. Das kann man im Vier-Stunden-Chart im Größeren handeln. Das geht natürlich auch im kleineren Chart. Ihr seht das, dass wir auch hier diesen Mechanismus immer wieder haben. Leider nicht immer deutlich. Das ist also nicht immer gesagt, dass man genau weiß, was passiert. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel seitdem hoch hier das mal angucke, dann diese Bewegung, da würde ich eigentlich eher sagen, ist das nicht was für die Abwärtsseite. Denn die letzte Bewegung ist Schub runter, dann hier irgendwie so A, B, C. Das wäre ein möglicher Trigger gewesen. Der ist nicht getriggert worden. Wenn man sich sehr aggressiv rein, dann wäre der getriggert. Dann wäre das die Stopweite. Da hätte man sicherlich auch in irgendeiner Form schon nachziehen können. Das ist vielleicht ein bisschen zu eng jetzt hier, aber gehen wir mal auf den 15-Minuten-Chart. Wenn ich jetzt sage, hier, das ist mein Trigger, dann habe ich sicherlich auch die Möglichkeit, hier irgendwie nachzuziehen. Und das ist ja noch eher eine harmlose Variante, dann bin ich hier reingekommen und habe dann hier eventuell ein kleines Minus erleiden müssen. Viele sind dann stinkig und sagen, oh, das ist genau das, was ich nicht will. Ja gut, Minus ist nicht schön, aber wenn das mein Risiko dafür ist, dass, wenn der Kurs weiterläuft, ich dann äh, richtig viel Gewinn machen kann, dann muss ich sagen, okay, ich kann ruhig mal 5 Euro oder, oder 50 Euro riskieren, wenn ich dann eben vielleicht 50 oder sogar 500 dann gewinnen kann auf der anderen Seite. Also, ich denke mal, das ist durchaus eine akzeptable Geschichte. Also, insofern, der SP 500 hier als Future-Preis ist aus meiner Sicht mit die schönste Variante, die wir aktuell haben. Ja, aber ist das nicht was, was man abwärts nochmal im Petto haben muss? Also, diese Geschichte hier ist Zwar die steile und das ist die aufwärts gerichtet eher wackelige Geschichte, aber wir sind so hoch hier gelaufen, dass im Moment das als ein Short Trigger sowieso nicht geeignet ist. Also die Abwärtsseite ist vorläufig nicht die wirklich präferierte Richtung, die wir da haben. Und äh, je mehr es hier dann im Kleinen wackelig hier runterkommt, das können wir noch mal gucken. Haben wir das denn schon? Ist das denn schon so? Naja, also zumindest ist es nicht wirklich steil im Verhältnis zu der Aufwärtsbewegung. Das lässt vermuten, dass wohl eher die Aufwärtsrichtung, wenn auch noch harmlos begonnen, aber zumindest mal noch nicht ganz sich vorüber ist. Auch ähnliches beim Nasdaq könnte man meinen, zumindest mal wenn man hier im 5-Minuten-Chart guckt. Insgesamt muss ich aber sagen, so richtig amused bin ich noch nicht. Also insofern 2 zu 1, der SP mit der schönste, aber auch der Nasdaq. Future zeigt eigentlich nach oben mit den Kursüberschneidungen, das ist niedriger als das noch nicht die ganz große Ambition. Also, wenn ich für einen sogar konkret Short machen müsste, dann würde ich mir wahrscheinlich den Nasdaq am ehesten raussuchen mit Erwartungshaltung, dass das nochmal so nach unten geht. Auch das wäre noch kein Beinbruch. Nach diesem deutlichen Anstieg wäre ja ein Rücksetzer sowieso völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Also, das wäre noch nicht schlimm. Wichtig allerdings auch hier natürlich, dass der Kurs das auch bestätigt. Brüche der Zwischenmarken, zum Beispiel dieses hier, immer dran denken: das ist das letzte Hoch, das vorletzte Hoch, das Tief dazwischen, wäre das hier. Das wäre eine Möglichkeit, solange er nach oben entfleucht, also hier auch noch die 78er-Marke vielleicht durchstößt. Komm, zeichnen wir sie mal ein. Ab der Marke, also sobald der Kurs da durch ist, dann ist für uns die Short-Idee zumindest mal in diesem Bild jetzt hier erstmal passé. Also wenn er da drüber gegangen ist, das liegt beim Future bei 16.330 in etwa. Dann sage ich mal, muss das dann wirklich noch so sein? Dann ist aber auch das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, nicht mehr so ganz so attraktiv und dementsprechend. Grund genug, dann eben auf die nächste Gelegenheit dann zu warten, da entsprechend reinzukommen. Ja, ihr seht, so richtig einheitlich sind die Amerikaner nicht und da kann man sich jetzt sagen, ja, da siehst du mal, ihr habt alle keine Ahnung. Richtig, wir haben alle überhaupt keine Ahnung im Moment und weil wir keine Ahnung haben und das ja auch im Chart so zu sehen ist, ist alles ein bisschen rumgerate, ob man da jetzt reingeht oder nicht. Also dementsprechend würde ich da eher auf die gehen, die jetzt ein klares Bild haben. Wenn der DAX vielleicht nochmal da ein bisschen mitspielt, ein bisschen die wackelige Gegenbewichtung macht, das hat man gesagt, ist gut. Vielleicht der SP auf der Long-Seite, dieser hier eher auf der Short-Seite, allerdings immer in allen Bedingungen äh, oder in allen Märkten unter der Bedingung eben, dass es triggert, sprich diese Zwischenmarken entsprechend auch reißt. Macht er das nicht, werde ich bei diesen Märkten zumindest mal zum Zuschauer und kann halt nicht mitmischen. Na gut, das ist halt schade, aber so ist es dann halt eben. Die nächste Trading-Gelegenheit kommt bestimmt. In diesem Sinne euch jetzt an dieser Stelle jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße bis zum nächsten Mal.